Hi Leute, es hatte sich jemand ein Video mit reifen Früchten gewünscht. Ich bin hier gerade im Weinberg. Kenne ich natürlich. Den Besitzer darf hier natürlich auch hergehen. Und ihr könnt mal schauen, da, das sind reife Trauben. Und ihr seht auch, wenn da Wespen hingehen, ui, dann sind die meist definitiv reif. Süß genug. Man kann da eigentlich ganz gut erstmal nach dem Optischen gehen bei Früchten. Das sind so die drei Indizien. Erstens, das Optische. Zweitens, wenn du es zum Mund führst, dann ist die Nase hier. Die ist nichts umsonst über Mund. Das heißt, wenn du es zum Mund führst, dann riechst du dran. Zweiter Indiz, es sollte schön süß riechen, das Obst. Und man merkt dann, was reif ist. Muss man lernen, aber sieht man. So. Und dann das dritte Indiz, was reif ist. Wenn es die Zunge berührt, man schmeckt es. Diese drei Indizien. Sehen, riechen, schmecken. Diese drei Sachen. Daran erkennt man reife Früchte. Muss man natürlich lernen. Wie ein Musikinstrument. Man entwickelt immer besseren Sinn dafür. Hier im Weinberg. Ist natürlich cool. Weil die haben noch richtig, pass mal auf, seht ihr das? Da innen drinnen. Die haben noch richtig dicke Samen. Schaut euch mal, was hier dranhängt. Ja, nicht so wie im Supermarkt. Und daran erkennt ihr auch gutes Obst, wenn Samen drin sind. Weil fragt euch mal, wenn da keine Samen drin sind, wie dann eine neue Pflanze wachsen soll. Wo kommt die wohl her? Seedless. Ist definitiv gezüchtet, weil ohne Samen keine Pflanze. So läuft es. Also das ist auch was ganz Gutes. Also nochmal kurz. Die sollten leuchten. Die sollten rausstechen. Hier, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so drüber kommt, aber normalerweise. Also erstes Indiz, wenn die leuchten. Und zwar normalerweise, alles was unreif ist, ist grün, weil sich tarnt zwischen den Blättern. Normalerweise sind alle Früchte unreif, wenn sie grün sind. Egal was, viele Sachen sind gezüchtet oder ja, werden auch unreif verkauft. Grüne Papaya, die ist einfach hart. Normalerweise ist die Papaya süß. Dementsprechend normalerweise schön leuchtende Farbe. Also nur mal so ein kleiner Abschnitt, wie man am besten Früchte genießt. Macht's gut, Leute. Genießt die Sonne. Ciao.